Verehrte Anwesende, Herr Landrat, liebe Professorinnen, Professoren, Studierende, Gäste und Freunde der Leuphana und vor allen Dingen liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Analog 2, jetzt sind Sie hoffentlich so richtig beeindruckt und eingeschüchtert von den liebenswürdigen Einführungsworten von Herrn Krasmuk. Nehmen Sie es nicht allzu ernst. In einem langen Leben kann man viel machen. Und man, wenn man so neugierig ist wie ich, interessiert man sich für ganz viele Dinge. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass hier in Lüneburg an dieser neuen Universität so richtig interessante Dinge gemacht werden. Und ich finde diese Analogreihe faszinierend. Aber lassen Sie mich noch sagen, ich bin vorher mit Herrn Rektor Spohn, der mir natürlich sagte, er hat noch andere Gäste, muss heute jetzt gerade noch rübergehen, habe ich mir den Liebeskindbau angeguckt. Das ist schon genial. Also die Idee, dass hier in Lüneburg so einen Mittelpunkt zu setzen und diese Idee dann auch durchzusetzen, das zeigt, dass hier wirklich Innovationen im Gange sind. Und ich glaube, das wird ein zusätzlicher Anziehungspunkt für diese Universität. Vielen Dank auch für die freundlichen Einführungsworte und für die Einladung. In der Tat weiß ich schon, das kommt natürlich daher, dass ich in vielfacher Weise auch im Urhebervertragsrecht oder im Urheberrecht oder im Medienrecht aktiv gewesen bin. Dem gehört auch meine heimliche Liebe, muss ich sagen. Und dass ich die Möglichkeit hatte, in der Gruppe der Europäischen Kommission jetzt einfach mal die Frage der Gefahren und was man tun könnte oder tun müsste in Europa, um den Gefahren für Freiheit und Pluralität der Medien zu begegnen, dass ich Gelegenheit hatte, da mitzuwirken. Das war toll. Wir haben vor einem Jahr, das waren 4 insgesamt Autoren, die diesen Bericht erarbeitet haben. Und wir haben den Bericht vor einem Jahr, haben wir den veröffentlicht. Und ich denke schon, dass er, wenn auch einen ganz anderen, einen grundsätzlicheren und einen europäischen Blick auf Fragen Medienschaffen heute in der digitalen Gesellschaft wirft, dass er interessant für Sie sein könnte. Ich fand die Überschrift über dem, was ich heute in meinen einleitenden Bemerkungen zu einer hoffentlich spannenden Diskussion machen soll, fand ich an sich ganz interessant. Qualitätsjournalismus, Unabhängigkeit und Pluralismus der Medien, aussterbende Spezies für Europa, ist ja ein bisschen sperrig formuliert. Müssen Sie zugeben. Aber es bezeichnet natürlich ganz präzis, worum es eigentlich gehen soll. Und damit möchte ich jetzt auch mal anfangen, weil wenn Sie heute mit, jetzt einmal mit ganz normalen Menschen, die keine Experten für Medien oder für Innovationen oder für digitale Medien sind oder für sonst was reden, da werden Ihnen, wenn man auf Zeitungen, auf Fernsehen, Rundfunk angesprochen wird, auf Journalisten angesprochen wird, die übrigens mindestens genauso wenig beliebt sind wie Politiker, sollte man nicht vergessen, gell, werden Sie immer die gleichen Klagen hören. Der Journalismus wird schlechter, es gibt immer weniger gute Recherchen, mehr schnelle Meldungen mit skandalierenden oder skandalisierenden Inhalten, lösen solche mit einem korrekten Inhalt ab. Es gibt mehr Einförmigkeit, die schreiben voneinander ab. Es werden immer mehr Agenturmeldungen verwandt. Und die, sagen wir mal, der schnelle Journalismus, der sich dadurch auszeichnet, dass er Berichte und Kommentare nicht mehr trennt, kommt dann noch hinzu. Und weitere Klagen, die man dann eben auch hört, ist, dass die Unterhaltung immer stärker zunimmt, und zwar in Form von Boulevardjournalismus auf immer plattere Art und Weise. Wissende oder scheinbar Wissende, die sagen dann, Konzentration der Medien nimmt zu, berichten dann über den Einfluss des Internet in diesen Prozess hinein und erwähnen dann, obwohl man das erstaunlich wenig hört, die schlechter werdenden Arbeitsbedingungen in vielen Bereichen für Journalistinnen und Journalisten, die natürlich viele zusätzliche Anstrengungen erfordern, gerade für die, die Qualitätsjournalismus abliefern wollen. Und dann hört man gelegentlich auch, ja, wenn man als Bürger in die Fänge eines Journalisten gerät oder der erzählt dann irgendwas über einen, dann kann man relativ schnell unter die Räder kommen und man hat es furchtbar schwer, sich dagegen zu wehren. Das ist so das, was wir auch in den Jahren der Erstellung des Berichtes, dem wir ja unendlich viele Beteiligte
Medienschaffende, Verlage, Bürgerinnen und Bürger angehört haben und Konferenzen veranstaltet haben und Berichte gelesen haben, was wir immer wieder gehört haben, schließt sich jetzt natürlich sofort die Frage an, sind diese Klagen eigentlich berechtigt? Wie ist denn das eigentlich? Haben wir in Deutschland eben nicht eine der besten und freiesten Medienlandschaften der Welt? Wie ist denn das eigentlich mit der Pluralität, also Unterschiedlichkeit der Medienlandschaften? Schließlich ist es doch so, wir haben einen Printsektor, der sowohl Bild wie auch Zeit oder Süddeutsche Platz gibt oder Spiegel und Fokus und andere auch. Wir haben ein duales System von Rundfunk und Fernsehen, das sich bewährt hat, und Sie werden da in einer Konferenz hoffentlich nicht nur darüber reden, sondern das als Ausgangspunkt nehmen, auch Zukunftschancen hat. Und wir haben ein System, in dem doch die Bürgerinnen und Bürger in vielfältiger Weise Einfluss nehmen können. In Leserbriefen gar keine Frage, durchs Internet, aber auch in vielfältig anderer Weise von den Ombudsleuten für Leserinnen und Leser oder User oder wie sie es immer nennen, die einzelnen Redaktionen in immer größerer Zahl bei sich etablieren, bis hin zum Presserat. Und wir haben ein Medienrecht, das einen Schutz gibt vor falscher oder beleidigender Berichterstattung. Und wir haben schließlich im Medienrecht auch die klaren Regelungen, die Redaktionen und Journalisten schützen. Und zwar schützen sowohl vor Eingriffen des Staatsanwalts, wie auch vom Einfluss von Wirtschaftsunternehmen und Politikern. So sagt man. Das ist nur wieder die andere Seite. Ich meine, Sie wissen, dass das weder auf der Seite der Klagen hundertprozentig zutrifft, noch auf der Seite dessen, was ich jetzt als Gegenmodell vorgetragen habe. Aber das ist dann so der Ausgangspunkt, wo dann Menschen die nächste Frage stellen und sagen, warum soll sich eigentlich jetzt die Europäische Union hier auch noch einmischen? Interessant ist, dass wir genau diese Frage übrigens aus Deutschland relativ häufig gehört haben, weil die sagen, wieso denn? Erstens klappt es doch bei uns und zweitens ist Medienrecht sowieso was eigentlich die Europäische Union relativ wenig angeht, weil das Rechte sind, die hier die Mitgliedstaaten der Europäischen Union selber zu regeln haben und die sie auch nicht bereit sind aufzugeben. Und daran ist vieles richtig, auch wieder. Das macht die Komplexität dieser ganzen Fragen aus. Medienrecht ist nationales Recht. Und richtig ist auch, dass es hervorragende Regelungen in den einzelnen Bereichen des Medienrechts gibt. Aber das Problem ist halt, und da fängt es dann an, das gibt es nicht überall, also in jedem einzelnen Land Europas. Es gibt es nicht mal überall in allen Bereichen, die wir anschauen könnten bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Aber ich will jetzt einfach ein paar Beispielsfälle aus dem gesamteuropäischen Bereich nennen, die relativ aktuell sind. Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass die englische Zeitung der Guardian zu den Presseunternehmen gehört, die in England die Dokumente des ja außerordentlich verdienstvollen Whistleblowers Edward Snowden veröffentlicht. Aber Sie werden möglicherweise auch mitbekommen haben, dass die englische Regierung dieses Unternehmen und die Redakteure ziemlich schikaniert. Und das Interessante ist, dass also viele Medienunternehmen im Vereinigten Königreich sich nicht etwa mit dem Guardian solidarisieren, sondern aus welchen Motiven auch immer heraus, Konkurrenz, Neid, andere politische Einstellungen, die ziemlich alleine im Regen stehen lassen. Und die Frage ist, ist das eigentlich nur auf England beschränkt? Ich denke, bei uns wäre diese Lage etwas anders, könnte ich mir vorstellen, aber ich bin gespannt, was Sie dazu meinen. Bei Deutschland haben wir die Situation, dass auf dem Printmedienbereich, gerade in dem Bereich, der heute hier bei Ihnen eine große Rolle spielt, der regionalen Zeitungen, die Situation in weiten Bereichen schwieriger wird, nicht in allen. Es gibt auch Gewinnerwartungen oder Kapitalverzinsungserwartungen von Verlagen, die, wenn sie es mit anderen Unternehmen vergleichen, einfach illusorisch sind. Es gibt auch die Möglichkeit, in diesem Bereich durch Geschäftsmodelle Veränderungen vorzunehmen, dass das, was das Internet, und da kommt ja der Haupteinfluss her, dass man hier andere Lösungen finden kann. Aber
Es ist richtig, dass wir nicht nur in den überregionalen Zeitungen sehen, dass die Frankfurter Rundschau sich verabschieden musste, jedenfalls im Printbereich, oder auch die Financial Times Deutschland oder jetzt die Münchner AZ vor sich hinkrebst, sondern dass auch in den regionalen und Lokalredaktionen der Schwund umgeht. Und zwar in zweierlei Weise. Einmal durch Konzentration, das heißt größere Unternehmen kaufen auf und andere schließen sich zusammen. Die Frage ist, ist das nicht eine große Gefahr? Und wenn ja, was kann man außer Geschäftsmodellen und sag mal realistischen Gewinnerwartungen noch machen? Noch eine ganz andere Kategorie von Gefahren, die sehen wir, glaube ich, nicht so sehr bei uns, aber in Europa sehr wohl. Denken Sie an Ungarn. Die Orbán-Regierung, die Lizenzen für elektronische Rundfunk- und Fernsehanstalten immer stärker von politischem Wohlverhalten abhängig macht. Oder auch Journalisten relativ stark unter Druck setzt. Eine riesige Parlamentsmehrheit besitzt. Und diese der Parlamentsmehrheit auch bei der Besetzung von Richter und von Richterstellen einsetzt, die ja dann ihrerseits kontrollieren sollen, sodass sie da im Öffentlichkeitsbereich und im juristischen Kontrollbereich enorme Schwierigkeiten haben. Da gibt es eine Menge von Bürgerinnen und Bürgern in Europa, die fragen, warum tut eigentlich die EU da nichts dagegen? Und in wieder anderen Ländern, wenn Sie jetzt mehr in die baltischen Staaten schauen, dann erzählen Ihnen Journalisten dort, dass der Einfluss ausländischer großer Medienkonzerne zunimmt. Das können westeuropäische Medien sein, auch deutsche große Konzerne. Aber es können in den baltischen Staaten eben auch russische Oligarchen sein. Und dann haben die eine höllische Angst. Und jetzt natürlich in Bezug auf das, was sich gerade auf der Krim tut, in doppelter Weise. Und weitere, jetzt komme ich zu dem von mir so geliebten Bereich des Boulevardjournalismus. Jeder von uns weiß, dass ein peppig geschriebener Bericht ist was Feines. Richtig klasse. Und ich finde eine unterhaltsame Information auch außerordentlich gut. Aber wenn die Unterhaltung die Information verdrängt oder gar der Appell an den inneren Schweinehund oder die Förderung des oder das Füttern des inneren Schweinehundes hinter journalistische Qualität zurücktritt, dann wird es schwierig. Dann sind es nicht nur, sagen wir mal, aufgemachte Nachrichten, sondern dann sind es Exzesse. Die gibt es auch bei uns. Beispiele allerdings, die haben wir in England auch wieder ganz besonders häufig gehabt. Das sind die, dass da illegal abgehörte Informationen bis hin aus dem Intimbereich schlichtweg in öffentlichen Medien verbreitet wurden. Gab einen Riesenskandal, das wissen Sie auch. Aber das hängt dann auch wieder damit zusammen, wie ist das eigentlich mit der Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, sich gegen so etwas zu wehren und muss hier nicht aus ganz unterschiedlichen Ebenen eingegriffen werden. Ich will jetzt den Bereich der Gefahren gar nicht weiter aufzählen. Das können Sie ja alles nachlesen. Dieser Bericht der High Level Group mit seiner Analyse und den Berichten, mit denen wir uns befasst haben, können Sie jederzeit aus dem Internet herunterladen. Aber ich will noch auf eines hinweisen, was ich nur ganz kurz erwähnt habe bisher. Das sind die Arbeitsbedingungen für Journalistinnen und Journalisten. Wenn man sich die Tarifauseinandersetzungen anschaut, und es ist ja vorher zu Recht bemerkt worden, dass mir auch die finanzielle Seite derer, die kreativ tätig sind, stark am Herzen liegt, nicht nur im Urhebervertragsrecht, sondern auch im Arbeitsrecht, und das schaue ich mir an. Und wenn man da sieht, dass in einzelnen Tarifbereichen hier darüber geredet wurde, dass, und zwar von Verlegerseite, Forderungen aufgestellt wurden, dass Journalisten für weniger Geld in Zukunft mehr arbeiten sollen, dann kann das nicht ohne Auswirkungen auf Qualitätsjournalismus bleiben. Das heißt dann natürlich weniger Zeit für Recherche, das heißt dann natürlich, dass Journalisten sich immer weniger auch der wirtschaftlichen Seite entziehen können, obwohl die Trennung zwischen Redaktion und Verlagswesen ja eigentlich zu dem gehört, was wir jedenfalls im Prinzip doch alle bejahen. Diese Bereiche, diese Gefahrenbereiche haben wir, wenn wir jetzt aus Europa auf die EU-Mitgliedsländer schauen, natürlich nicht in jedem Land.
natürlich nicht alle in jedem Land, aber wir haben einzelne und auch Häufungen eigentlich in allen Mitgliedstaaten. Und deswegen ist es gut, dass die EU sich mit diesen Fragen beschäftigt, auch wenn das Zentrum der Regulierungsmacht selbstverständlich weiterhin bei den nationalen Staaten bleibt. Aber Sie wissen, Medienkonzentration gehört zum ganzen Komplex von Konzentration und Wettbewerbsrecht. Da gibt es auch einen genuinen Einflussbereich der EU. Da hat die EU natürlich den Fuß in der Tür. Und zum Zweiten, und darauf kommt es mir ganz besonders an, haben Medien und Medieninformationen, die eben nicht allein Ware sind, eine essentielle Bedeutung, einen essentiellen Wert für unsere demokratische und freiheitliche Grundordnung. Und die haben wir nicht nur nach der Verfassung unseres eigenen Landes, also der Bundesrepublik Deutschland, sondern die haben wir natürlich auch in Europa. Ich meine, der Zusammenhang ist ja jedem von uns klar, obwohl mir manchmal gerade auch jetzt im digitalen Zeitalter nicht so häufig und nicht häufig genug darüber geredet wird. Wer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger will, die verantwortlich kontrollieren und mitentscheiden können, muss auch wollen, dass die sich auf verlässliche, gut recherchierte, qualitätsmäßig erarbeitete Meldungen und Informationen in Medien verlassen können. Und er muss natürlich auch sich darauf verlassen können, dass Kontrolle politischer Macht durch Medien erfolgt. Wissen Sie, wirksame Kontrolle politischer Macht muss sein. Der alte Satz, und ich war ja nun lange genug auch im Bereich der Politik tätig, dass Macht korrumpiert und absolute, nicht kontrollierte Macht total korrumpiert, der gilt halt. Aber wenn Sie sich mal anschauen, wo wird denn eigentlich Kontrolle ausgeübt, dann kommen wir alle natürlich zunächst auf den Bereich des Parlaments. In unserer parlamentarischen Demokratie macht das im Wesentlichen die Opposition, keine Frage, weil die Mehrheit immer die Regierung stellt, also die die Macht ausübt. Und wenn wir jetzt sehen, wir haben 80% der Sitze bei der Regierungsmehrheit und 20% der Sitze in der Opposition, dann wissen wir, dass der zweite Bereich der Kontrolle, nämlich der Kontrolle von politischer Macht durch die Öffentlichkeit, extrem an Bedeutung gewinnen muss. Und es ist dann nicht nur in Staaten wie der Türkei oder in China so oder in Russland, wo sie sehen, was rauskommt, wenn es nicht funktioniert, sondern das ist selbstverständlich in den westlichen Demokratien vom Typ der Bundesrepublik Deutschland oder auch vom Typ der Französischen Republik genauso. Lassen Sie mich einfach noch ein paar Beispiele nennen. Keiner von uns kann doch annehmen, sagen wir mal, dass das Steuerabkommen mit der Schweiz mit seinen vergifteten Haken geplatzt wäre, wenn hier nicht Kontrolle aus dem Bereich der Medien ausgeübt worden wäre. Oder glauben Sie im Ernst, dass Hoeneß und der ganze Skandal ohne Stern, ohne Maskolo, ohne Laiendecker so aufgeklärt hätte werden können, trotz vieler Fragen, die möglicherweise auch noch recherchiert werden? Und ich könnte das gleiche Beispiel nehmen aus dem Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus und dem, was eigentlich unsere Landes- oder auch das Bundesamt für Verfassungsschutz machen oder der BND. Und bei Snowden, Abhörmaßnahmen, was da heute alles möglich ist, da glauben Sie ja wohl auch nicht, dass Snowden alleine das hätte bewirken können, wenn er sich nicht halt drauf verlassen können. Jawohl, es gibt Medien, die seine Dokumente bringen, informieren, bewerten. Ohne das wäre es gar nicht gegangen. Und wenn Sie schauen, wie wenig sich Parlamente in diesem Bereich bisher engagieren, dann wissen Sie, worüber ich rede. Das heißt, es geht gar nicht anders. Die Europäische Union, ich habe das schon erwähnt, hat die gleichen Grundwerte wie wir, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Es wird auch das Europäische Parlament gewählt, deswegen ist dieser ganz unmittelbare Zusammenhang zu informierten und entscheidungsfähigen Bürgern auch hergestellt. Aber auch in der europäischen Außenpolitik spielt das eine Rolle. Jeder Assoziationsvertrag hat Freiheit und Pluralität der Medien als Punkt drin. Übrigens auch der morgen, es wird ja nur der politische, nicht der wirtschaftliche Teil des Assoziierungsabkommens mit der Ukraine beschlossen, der morgen
abgesegnet werden muss. Gucken Sie mal rein in die Medien, wo so etwas drinsteht. Das ist ein ganz essentieller Punkt. Und wenn Sie den Druck auf Journalisten, auf Reporter in den Berichten von Reporter ohne Grenzen mal angucken, dann wissen Sie, wie wichtig das ist. Bloß man merkt es immer erst dann, wenn es fehlt. Das heißt, ich rede jetzt über die gesellschaftspolitische, über die grundsätzliche Seite von Medienfreiheit und Medienpluralität in Europa und den Mitgliedstaaten. Ich rede darüber hinaus aber auch über die menschenrechtliche Komponente. Das ist manchen gar nicht so klar. Menschenrechte, bei uns heißt man die Bürgerrechte, sind in nationalen Verfassungen drin, aber sie sind auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention drin. Und sie sind drin in der Europäischen Grundrechtecharta und sie sind drin in der globalen allgemeinen Erklärung der Grundrechte. Und aus gutem Grund, weil freie Gesellschaften ohne freie und plurale Medien einfach nicht denkbar sind. Und die Schutzgesetze jetzt für Redaktionen, für Journalisten, für Quellenschutz und ähnliches mehr, die wir haben, die bauen auf dieser Funktion auf. Die sind nur deshalb gerechtfertigt, sind keine Privilegien für Journalisten, sondern es sind Schutzvorschriften für dieses Element einer freiheitlichen und einer demokratischen Ordnung. Jetzt kommen wir zu dem, was wir in diesem Bericht empfehlen. Das sind 30 Empfehlungen, kann man gerade noch lesen. Das heißt, das können Sie sich zumuten, es ist noch nicht so lang und es ist auch gut auf Deutsch übersetzt. Das heißt, man kann es auch ganz gut verstehen. Und ich darf noch mal darauf hinweisen, die stammen zwar aus unserer Feder, aber nicht alle haben wir neu erfunden. Ich bin ja nun wirklich der Meinung, gerade auf diesem Gebiet muss man das Rad nicht ständig neu erfinden, sondern da gibt es gerade aus dem Bereich der ganz unterschiedlichen Medienschaffenden eine große Zahl von sehr guten Empfehlungen. Und diese alle konnten wir tatsächlich würdigen. Und deswegen, wenn Sie diesen Bericht anfordern, was Sie dringend tun sollten, man kann eigentlich nicht ohne leben, dann lesen Sie nicht nur die Analyse und die Empfehlungen, sondern nehmen Sie sich auch den Anhang vor. Da werden Sie diese ganzen anderen Berichte mit der Verlinkung finden. Und da können Sie dann auch, glaube ich, sehr gut sehen, warum die Thesen, die wir aufstellen, ganz sorgfältig und sehr gut untermauert sind. Ich will Ihnen nur vier Bereiche hier ganz kurz vorführen. Einmal Empfehlungen gegen die ständig zunehmende Medienkonzentration. Das ist also mehr eine wirtschaftsrechtliche Frage, aber sie reicht eben in den medienrechtlichen Bereich hinein und sie gibt Empfehlungen, nicht alleine für den europarechtlichen Teil, sondern eben für die nationalen Konzentrationsregelungen oder Wettbewerbsrechte. Und wir sagen, man muss die Crossover und die einzelnen Konzentrationsbewegungen sehr gut anschauen. Beispiele dafür gibt es zu Hülle und Fülle. Die sind nicht nur, dass sich ein großer Medienunternehmer immer mehr unter den Nagel reißt, das auch. Sondern es ist auch Print und Fernsehen und es ist vor allen Dingen eine ganz andere Kategorie, an die viele noch gar nicht denken. In anderen Ländern ist es sehr viel üblicher geworden, dass sich entweder Politiker Printmedien oder andere Medien kaufen. Das ist so Stichwort Berlusconisieren. Aber es ist auch üblich, dass große Unternehmen sich Medien kaufen. Und auch das heißt dann, das muss man sehr genau anschauen, und auch genehmigungspflichtig machen, weil sonst sind Medien stark in Gefahr zur PR-Abteilung, sagen wir mal von dem Konzern oder von jenem Unternehmen zu werden. Und damit ist dann der Auftrag, den sie haben, überhaupt nicht mehr zu erfüllen. Zweiter Punkt, Sicherung des dualen Systems ist ein extrem wichtiger Punkt für die Zukunft und die Sicherung der Pluralität der Medien. Übrigens sehe ich das nicht alleine für den elektronischen Bereich so, das heißt für Funk und Fernsehen, sondern ich bin der Meinung, das Modell wird man, wenn man an der Notwendigkeit von Zeitungen auch im Internetzeitalter festhält, was ich tue, da komme ich noch drauf, möglicherweise auch in Einzelteilen auf die Printmedien übertragen müssen. Was in beiden Fällen gesichert werden muss, ist, dass der politische unmittelbare Einfluss, dass der ausgeschaltet ist. Das heißt, hier muss man und kann man auch entsprechende Regelungen finden.
Aber so fremd ist der Gedanke gerade auch bei dem bisherigen Bereich der privaten Printmedien gar nicht, weil wir haben in Deutschland die Möglichkeit, zum Beispiel durch Stiftungsmodelle zu sehen, wie man so etwas konstruieren kann. Und hier wäre eine öffentliche Finanzierung oder Anschubfinanzierung denkbar bei völliger Unabhängigkeit, um die Funktion zu erhalten. Sie wissen, es gibt eine ganze Reihe von Stiftungsmodellen. Ich will sie jetzt im Einzelnen nicht ausführen. Aber an diesen Gedanken wird man rangehen müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch in Ihrer Konferenz vom 16. Mai sich solche Modelle und wo man sie sinnvollerweise einsetzt und wie man das konstruieren sollte, etwas näher anschaut. Dritter Punkt wäre die Fragen der ethischen Maßstäbe oder der ethischen Regeln, die sich jedes Medium setzen sollte. Wir sagen, das müssen die selber machen, aber sie müssen es machen. Und sie müssen es nicht nur machen, das heißt, man nennt das ja zum Teil auch eine Corporate Identity oder Transparenzregeln oder Unternehmenskultur oder Medienkultur. Da gibt es ethische Kodexvorlagen, gerade auch in den Berichten im Anhang, die man sich sehr gut anschauen kann. Die müssen von dem Medienunternehmen selbst gesetzt werden. Ganz unterschiedlich. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun, aber es muss klar sein, dass sie existieren, dass sie verbindlich sind und dass sie kontrollierbar eingehalten werden müssen. Und da muss es natürlich einige auch Inhalte geben, die klar sind. Einmal Redaktion, unabhängig von der wirtschaftlichen Seite. Definition, was man unter Qualitätsjournalismus versteht. Sicherung, dass die Arbeitsbedingungen das zulassen. Und dann natürlich auch solche Dinge, die ich dann immer ganz praktisch auch noch als Beispiel anführe, obwohl die natürlich in die bisher schon erwähnten Kategorien gehören, die Trennung beispielsweise von Berichten und Kommentaren. Wir empfehlen ganz klar, diese Kontrolle der Einhaltung durch die Medien selbst durchzuführen. Und zwar, wir nennen das eine Art von Medienrat. Und das hat natürlich in Deutschland zu einem, zu Ekel von Seiten der Verleger geführt. Das muss man einfach sagen. Weil die der Meinung sind, der Presserat, das sei eigentlich genug. Ich rede jetzt von Printmedien. Aber wenn man sich mal anguckt, ob das jetzt ein Tiger mit Zähnen ist oder ein zahnloser Tiger, wird wahrscheinlich nicht nur ich eher in die zweite Richtung gucken. Jedenfalls fallen mir eine ganze Menge an Möglichkeiten ein, hier ein bisschen mehr an Zähnen einzuziehen. Ich habe auf einer Konferenz gerade mit den Verantwortlichen der Redaktionen für Leser und für die Bürger so eine Art von Ombudsredakteuren geredet. Mir wäre schon ein erster Anfang da, wenn man diese Ombudsleute stärker im Presserat hier integrieren könnte, wäre, glaube ich, schon eine ganze Menge gewonnen. An diese Existenz von Ethical Codes oder Kodizes, von der Einhaltung und auch der Kontrollierung, der eigenen Kontrolle, sollten auch die Vergünstigungen geknüpft werden, die wir sowohl auf nationaler Ebene wie auch von europäischer Ebene vorschlagen. Auf nationaler Ebene haben wir es ja auch für die Printmedien, muss man sehr deutlich sagen. Einfach, das reicht ja von den Postvergünstigungen bis zu x anderen Sachen, auch steuerlicher Art. Und die sollten an die Existenz und an die Einhaltung eigener Kodizes gebunden werden. Dass wir natürlich auch klare Empfehlungen geben, die dem Best Model Practice Modell folgen, wie eigentlich Regelungen ausgestaltet sein sollten, die zum Schutz von Journalisten, von Redaktionen, von Quellen und auch von Informationszugang dienen sollen. Das versteht sich nahezu von selbst. Und solche Bereiche finden Sie dann in den Empfehlungen auch und wir hoffen, dass da die Diskussion weitergeht. Ich würde mir auch wünschen, dass die Frage der Arbeitsbedingungen von Journalisten sehr viel ernster genommen wird, als das bisher der Fall ist, weil ich glaube, da ist eine ganz, ganz große, auch ganz unmittelbare Gefahr, auch gerade bei uns in der Bundesrepublik in weiten Bereichen, längst natürlich nicht in allen. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den natürlich gerade auf einer Konferenz wie der Ihrigen natürlich zu erwarten ist, nämlich die Frage Einfluss des Internets. Das ist ja nun eines der Elemente, die die Medienlandschaft derzeit sicher am stärksten durcheinander bringen.
Da gibt es dann Leute, die fragen, brauchen wir denn eigentlich überhaupt noch Überlegungen, so wie wir Freiheit und Pluralität von Printmedien oder elektronischen Medien sichern können? Oder ist das nicht morgen sowieso alles weg? Weil die Leute werden das gar nicht mehr angucken. Da gibt es dann ganz neue Formen, die alle stark auf eine Individualisierung gehen. Und außerdem ist es ja so, dass das Internet unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Möglichkeiten, die wir ja auch alle gerne nutzen. Sind wir ganz ehrlich, ich stimme da dem, was der Rektor gesagt hat, völlig und ganz zu. Und ist es nicht so, dass jeder, der das will, kann das Internet nutzen und kann dann gleichzeitig noch, so wird ja auch suggeriert, selber bestimmen, was ihn eigentlich interessiert. Er braucht nur das zu nehmen, was ihn interessiert, nicht eine ganze Tageszeitung durchblättern oder sich nicht nur die Tagesschau oder Heute anzugucken oder wie die ganzen Nachrichtensendungen auch heißen, sondern er kann sich punktgenau raussuchen, das will ich und nichts anderes. Und er kann auch zu Wort kommen, durch eigene Blogs, durch die ständig und überall anlaufenden Interventionen, die man reingeben kann, und die reichen von wüsten Beschimpfungen, soweit sie dann nicht etwas zensiert werden als Leserzuschriften, bis hin zu hohem journalistischen Qualitätsanspruch in Blogs. Geht alles über das Internet. Und diese Kommunikation und diese Möglichkeiten, die verleiten ja manche, einfach zu sagen, wir brauchen im Grunde genommen diese ganzen Medienlandschaften, die wir heute haben, von den Zeitungen bis zu den elektronischen Funk und Fernsehen nicht mehr. Ich gehöre zu denen nicht. Ich sage das sehr deutlich. Ich glaube auch, dass wir gerade dann, wenn wir davon ausgehen, uns zu überlegen, welche Funktion hat denn eigentlich Freiheit der Medien und Pluralität der Medien für uns individuell und für unsere Gesellschaftsordnung, werden wir zu dem Ergebnis gar nicht kommen können. Da kann das Internet, wenn es gut geht, eine sehr vernünftige Ergänzung sein. Und das, was man dort individuell tun kann, und wie wir ja gerade auf Tagungen wie der heutigen sehen, gibt es da eine Menge noch ganz unentdeckter Möglichkeiten. Aber wir dürfen halt natürlich auch nicht übersehen, eine Zensur des Internets und damit auch die Manipulation von Informationen und Meinungen ist natürlich möglich. Das sehen wir in x Staaten. Und die Tendenz, die geht in der Tat, jedenfalls außerhalb des eigentlichen EU-Bereichs, auch in Europa in diese Richtung. Wenn Sie sich Russland angucken, Mitglied des Europarats, oder Türkei, Mitglied des Europarats, da haben Sie derartige Tendenzen auch. Die haben Sie nicht bloß in China. Der Zweck dieser Zensur ist Machterhalt. Das heißt, die Verhinderung von der Kontrolle von politischer Macht, also was genau entgegengesetzt ist als das, was wir mit Freiheit und Pluralität der Medien verbinden. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich staatliche Institutionen wie Geheimdienste, da erfahren wir ja jeden Tag mehr, das alles angucken können, kontrollieren können, überwachen können. Wie weit das geht, das wissen wir, glaube ich, auch, ohne dass ich das jetzt noch sehr deutlich ausführen muss. Aber die unglaubliche Kapazität der Computer und Computeranlagen heute erlauben es in der Tat, alles staubsaugermäßig zu erfassen. Und die Intelligenz der Algorithmenerfinder erlaubt es, das in Zeitnähe mit ganz wenigen Informationen alles gezielt hier zusammenzuführen, das heißt, die berühmte Nadel im Heuhaufen zu finden. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist dieses Aufnehmen und Speichern und Auswerten und Verwerten alles? Das ist eben nicht alles, sondern die Frage der Manipulierbarkeit der Information und damit auch der Meinung hat natürlich auch eine gesellschaftspolitische Relevanz, die man sich klar machen muss. Ich bin ganz sicher, Sie wundern sich auch gelegentlich, wenn Sie in Google gucken, warum die gerade Anzeigen bringen, die immer zum Thema oder zu Ihnen passen. Oder wenn Sie sich elektronischen Buchclubs anschließen, warum die Ihnen ständig Empfehlungen bringen, wenn Sie mal 5 Kriminalromane gelesen haben, dann können Sie sich darauf verlassen, dass die Kategorie der Thriller das ist, was Ihnen weiter empfohlen wird. Das ist ausbaufähig und natürlich mit zunehmender Individualisierung eine unglaubliche Gefahr, weil wenn Leute, die bestimmte Informationen abrufen,
sich für bestimmte Dinge nur interessieren, nur noch so gefüttert werden, dann haben sie natürlich ein geniales Manipulationsmittel. Und es kann uns für eine freie Gesellschaft mit denkenden Staatsbürgern überhaupt nicht recht sein. Das ist der Staatsbereich. Aber unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten sind ja nicht viel anders. Man sieht es dann immer so an kleinen Zipfelchen. Wenn Sie zum Beispiel in einem der hinreisenden Urlaubsportale gucken, Sie finden da ein traumhaftes Hotel, all inclusive, irgendwo. Und dann gucken Sie alle zunächst mal danach, wie sieht es aus mit den Erfahrungsberichten der Kunden oder der Testimonials. Und wenn Sie dann nicht wissen, dass man das Zeug heute auch kaufen kann und das gekauft wird und eingesetzt wird, sind es natürlich ebenfalls Manipulationsmöglichkeiten, über die man sich dann auch im Klaren sein muss. Das heißt, da hat das Internet eben auch seine Grenzen. Und die ganzen Ausforschungsmöglichkeiten bei Dienstleistungen großer Unternehmen, die wir ja nicht bezahlen, jedenfalls nicht mit Geld, sondern mit Daten und Datenspuren, die kommen alle noch hinzu. Letzter Punkt in dem Bereich ist die Monopolisierung der Zugänge. Die Monopolisierung der Suchmaschinen. Wenn Sie, und ich unterrichte ja relativ viel an Universitäten, so wie sich das gehört, sage ich das jetzt auch hier in der Leuphana, wenn Sie Studierende haben und die sollen eine wissenschaftliche Arbeit schreiben und die gucken nicht in die ganzen Aufzählungen nach den ersten 100 bei Google, können Sie das schon vergessen. Weil den Werten einer freiheitlichen Demokratie zum Ausdruck zu bringen, das sind nicht keine identischen Merkmale in dem Bereich. Schutz der Nutzer vor Verleumdungen und Beleidigungen. Ich meine, mittlerweile ist klar, dass man hier neue Regeln braucht, weil man die Erfahrungen hat mit Bildern, intime Bilder im Internet, Verleumdungen im Internet, Schwierigkeiten, das wieder rauszunehmen, vor allen Dingen auch die Schwierigkeiten, das so gelöscht zu kriegen, dass man weiß, es ist auf Dauer gelöscht. Das heißt, auch dazu braucht man Regeln, die auf der einen Seite die Freiheit des Internets nicht beeinträchtigen, aber auf der anderen Seite den Schutz der Nutzer auch gewährleisten. Solche Möglichkeiten gibt es. Die Verfahrensdinge sind durchaus denkbar. Und jetzt will ich noch einmal einen Punkt hinzufügen, auch wenn es alle diese Gefahren gar nicht gäbe. Oder wenn es uns gelingen würde, ganz schnell global diese Gefahren zu beseitigen, bin ich dennoch der Auffassung, dass das Internet Medien, so wie wir sie heute haben, gar in ihrer gesellschaftspolitischen Funktion nicht ersetzen kann. Warum nicht? Medien, Zeitungen, gerade Heimatzeitungen, regionale Zeitungen, aber auch überregionale Zeitungen haben etwas, ich will das mal die Marktplatzfunktion, die Agora-Funktion, eine gemeinschaftsbildende Funktion für eine Gemeinschaft. Das heißt, die Tatsache, dass man morgens die Zeitung aufschlägt, und ich sage das jetzt mal am Schwäbischen Tagblatt in Tübingen, genauso wie an der Süddeutschen Zeitung, da weiß man entweder der Heimatort, oder Deutschland diskutiert über diese und jene Fragen. Das hat was Gemeinschaftsbildendes. Wenn das alles weg wäre, übrigens Tagesschau auch, heute auch, wenn das alles weg wäre und eine totale Individualisierung an die Stelle träte, müssen Sie sich mal überlegen, was da an Gemeinschaft rauskommt. Vielleicht gibt es ganz neue Möglichkeiten, hier diese Forumfunktion, diese Agora-Funktion wiederherzustellen, mir ist sie im Moment noch nicht absehbar. Sondern wir stellen im Augenblick fest, dass zum Beispiel junge Leute, die ja in hohem Maße von lokalen oder regionalen Zeitungen in bestimmten Bereichen weggehen, dass die sich natürlich auch nicht mehr dafür interessieren, ich sage es jetzt mal auf Schwäbisch, was im Flecken los ist. Das heißt auch die Partizipation in diesen Bereichen, die Mitgestaltung muss dann ersetzt werden durch irgendetwas, das bisher durch Zeitungen
oder lokale elektronische Rundfunk- und Fernsehsender tatsächlich hergestellt wurde. Das heißt, diese Fragen stellen sich uns auch. Das Internet verändert in der Tat die Medienlandschaft, aber ich bin deswegen aus diesen Gründen der Auffassung, dass es das Internet kann sie beeinflussen, aber es kann sie auf keinen Fall ersetzen. So, jetzt bin ich so ein bisschen am Ende meiner Überlegungen aus grundsätzlicher und auch aus europäischer Sicht. Sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass ich an der Medienlandschaft, so wie wir sie heute haben, im Prinzip hänge. Und dass ich der Auffassung bin, es ist nicht nur notwendig, sondern auch lohnend, sie trotz aller Veränderungen im digitalen Zeitalter nicht nur zu erhalten, sondern sie sogar zu bezahlen. Ich halte es für richtig, dass wir sowohl von der Europäischen Union wie auch national, wie auch regional uns überlegen, in wessen Verantwortung fällt es eigentlich. Die Gefahren, die da sind, zu erkennen, zu analysieren und zu überwinden. Und das sind nicht nur die Politiker, lassen Sie mich Ihnen das sehr deutlich sagen, sind auch keineswegs alleine die Medienschaffenden oder die Verleger, auf alle die kommt natürlich ein geritteltes Maß an Verantwortung zu, gar keine Frage. Aber es sind auch die Bürgerinnen und Bürger, die verstehen müssen, dass Medien ihren eigenen Interessen, ihren Vertretungsinteressen, ihren politischen Interessen und vor allen Dingen auch ihren Partizipationsinteressen entsprechen. Vielen Dank, das wollte ich Ihnen heute sagen. Ich darf jetzt aber zum Schluss noch den ganzen ausgezeichneten Preisträgern ganz herzlich gratulieren. Ich finde das klasse, was Sie machen, und habe heute wieder sehr viel gelernt. Danke sehr für Ihre Geduld.